Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Vorstellungsvideo und zwar Content Update 2 Vorstellung direkt vorab. Die ganzen Patch Notes findet ihr auf Steam oder im Giants Mod Hub. Da findet ihr die ganzen Patch Notes und ich zeige jetzt alles, was neu hinzugekommen ist. Und da fangen wir direkt mal an. Hier am Händler auf jeder Standard Map findet ihr jetzt Werbung von Motorex. Die machen Schmiermittel und so weiter und Öl und so. Das ganze Zeug hier machen die für Land- und Baumaschinen. Und da findet ihr jetzt so Fahnen und Aufkleber und so weiter alles an den örtlichen Händlern. Dann ist ebenfalls noch neu bei Kleidung, nämlich Farming Simulator Zeug. Das T-Shirt und den Pulli findet ihr auch im Merch-Shop von Giant Software, den ihr für euch selbst in Real Life. Und ebenfalls neu dabei ist ein Hardy-T-Shirt von der Spritzenhersteller Hardy. Und was auch noch neu dabei ist, ist bei Mähdrescher. Beim Lexion könnt ihr jetzt diese US-Version, also den 18.000 Liter Tank draufschrauben oder halt den 15.000 Liter Tank, wie ihr Bock habt. Mehr ändert sich da auch nicht, also wirklich nur der Tank. So viel zu den Neuerungen. Jetzt schauen wir uns natürlich auch noch die neuen Fahrzeuge an. Dafür gehen wir direkt mal hier hin, wo wir immer sind. Einmal kurzer Überblick, Freunde, es wird viel. Es ist viel, oder es ist schon viel. Aber wir gehen natürlich erstmal den Shop durch. Wir haben eine neue Kategorie bei Fahrzeugen, nämlich Güllefässer. Und das sind unsere Selbstfahrer-Güllefässer. Und da haben wir direkt mal den Plöckner AT 5104 LNMS oder LIMS, was weiß ich. Ist ein Gülle-Selbstfahrer. Genau. Kammer, Reifenvariante, Nummernschild. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber irgendwie auch ein bisschen cool. Ich weiß es noch nicht. Also mir fehlt dann natürlich noch der Holmer, ihr wisst Bescheid, aber der ist auf jeden Fall auch echt cool. Genau, das haben wir. Dann haben wir noch zwei neue Mähdrescher, Freunde, nämlich den Fendt Ideal PL das und den Massey Ferguson Ideal PL. Das sind einfach die ganz normalen Ideal Drescher, nur mit Räder anstatt mit Ketten. Da könnt ihr auch bei beiden bis hoch auf 9 gehen, also 9 PL. Weil das beim anderen halt 9 T wäre, ist das halt PL und ebenfalls auch Reifen und so weiter. Ansonsten sind die eigentlich identisch, bis halt dass die Reifen haben. Genau. Das war es auch schon zu Fahrzeuge. Jetzt können wir noch zu den Gerätschaften. Da haben wir für beide Drescher neue Schneidwerke. Und zwar die waren das die 40? Wir gucken einfach mal in die Patch Notes, Freunde. Es sind die 30 Feet. Powerflow 30 Feet waren es. Also die hier. Genau, die sind neu. Die 30 Feet Schneidwerke. So, ich habe es natürlich verkackt direkt mal. Was können wir hier? Können wir Design machen mit anderen Messern? Ich kaufe die mal noch, weil ich habe es nämlich verkackt, Leute. Ich habe nämlich die 40 Feet Power Flow gekauft. Ja, diese neu, die zwei, mit 9,2 Meter. Ich habe aber die großen dranhängen, das tauschen wir dann eben schnell. Oder tauschen wir nicht, ich zeige es euch halt separat. Dann haben wir noch einen neuen Kipper, nämlich den Krabbe Big Body 750S, einmal im Michelin-Design. Oder halt im ganz normalen Krambe-Rot, wobei ihr da ebenfalls auch nochmal die ganzen Farben durchgehen könnt. Wie bei den Brandner Anhängern, auch mit Aufbau, ja, nein, und Reifenvariante kennt ihr ja alles. Dann geht's weiter mit den Spritzen. Da ist nämlich die Navigator 4000 Delta Force Spritze neu, die ist ein bisschen kleiner. Die geht ab bis auf 33 Meter hoch und ihr habt die ganzen Bereifungen. Ist aber immer Pflege. Genau. Also haben wir jetzt dreimal
und die Hardy-Spritzen, drei verschiedene. Dann ebenfalls neu mit am Start ist der Garantkotte PQ32000, das sind 32 Kubik Güllefass mit vier Achsen. Und da könnt ihr auch Farbwahl für alle Farben und schwarze oder silberne Felgen und eben auch die Reifenmarke wählen. Genau, im breiten Standard bei manchen, genau. Aber das ist hier ein richtig großes Güllefass. Wir können mal ganz kurz gucken, wir haben jetzt hier 32 Kubik, hier haben wir 30. Gut, da haben wir sogar 34 im Samson. Moment, da haben wir. Da haben wir 24. 25. Also ist das gar nicht das größte Güllefass, ne? Weil das ist das größte. Da gehen 2,5 Kubik mehr rein. Das ist krass, ne? Ah, gut. Wir haben hier die vier Achsen. Das wären jetzt in Real Life die Bodenschonung. Die haben wir jetzt hier im Spiel natürlich nicht, aber vier Achsen sind vier Achsen, ne? Genau. Das war jetzt alles soweit. Wir schauen uns jetzt mal alles an. Jetzt hier, wie gesagt, sind die Drescher, aber da sind die falschen Schneidwerke dran. Deswegen ignorieren wir die einfach mal. Wie gesagt, das sind genau dieselben wie die mit Ketten, weil nur das Räder dran sind. Einmal mit Fendt, einmal mit Massey Ferguson. Dann haben wir hier den Grambe mit dem Michelin-Design. Da können wir einmal ganz kurz rumgehen. Ist auch ein echt geiler Anhänger, muss man schon sagen. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir die Hardy-Spritze. Ist halt eine Spritze. Was mir gefällt, da gehen diese, das Spritzgestänge geht richtig weit raus vorne. Das finde ich bei der ziemlich geil. Ansonsten gibt es dazu auch nicht viel zu sagen. Garant Kotte oder Kotte Garant. Ich weiß es bis heute nicht. Was ist, wie man es, warum die Namen gehören. Vierachsfass. Einfach brutal, das Ding. Richtig brutal. Hier auch mit dem Saugarm. Das ist ein Monster. Und hier haben wir noch den Selbstfahrer, der sieht auch richtig gut aus. Den könnt ihr auch mit dem Bomech Gülletrag-Gestänge, was beim letzten Update mitkam, könnt ihr den fahren. Genau, jetzt gehen wir noch schnell vor zum Händler und schauen uns die neuen Schneidwerke an, die da noch stehen. Das ist einmal das Fendt. Da habe ich die anderen. Ne, ich habe bei beiden habe ich diese anderen Messer mit drauf. Ja. Einmal das Fendt, einmal das Massey Ferguson, gibt es auch nicht so viel dazu zu sagen. Aber es ist auch ziemlich nice, dass wir jetzt nochmal zwei neue Drescher haben. Ja, das ist ein ziemlich cooles Update. Und jetzt im selben Atemzug vom Update gehen wir einmal kurz auf. Das machen wir jetzt einfach, weil dann kündige ich euch das einfach mal schnell an. Und zwar ist jetzt auch das DLC angekündigt. Kommt am 22. März, kostet 10 Euro, beziehungsweise ist im Season Pass natürlich enthalten und ist von der Marke Antonio Carraro, irgendwie so, keine Ahnung, habe ich davor noch nie gehört. Machen so Weinberg Bulldogs und für vor allem für bergig Länder. Hier ein paar kleine Dinger, nichts über 100 PS, aber hier zum Beispiel eine kleine Vollraube oder eine Halbraube, eine kleine. Also irgendwie schon cool, aber irgendwie auch überflüssig. Also am coolsten finde ich das Ding tatsächlich. Aber es fährt halt nur 30, aber du kannst 800 Liter laden. Den finde ich auch irgendwie ganz cool. Aber den Rest finde ich irgendwie jetzt nicht so geil. Naja, ich habe es im Season Pass mit drin, wir werden es auf jeden Fall anschauen. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vergesst nicht, die Woche fallen auch wieder ein paar Videos aus, weil ich es einfach im Moment nicht schaffe, alle aufzunehmen. Aber ab wahrscheinlich nächster Woche wieder ganz normal. Und ja, so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.